Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Destiny Exit Projekt. So, direkt geht's auch weiter. Und so langsam müssen wir auch planen, wie wir hier vorgehen. Weil im letzten Mal waren wir ja noch hierbei. Und das soll sich ja dann alles ändern. Ich brauche nämlich einerseits Platz und ich wollte mal gerade in die Truhen gucken, ob ich was Besonderes habe, was ich brauchen könnte, beziehungsweise was ich benötige. Aber die Minecraft-Sounds sind etwas zu laut, ja. Das sind sie auch. So. Jetzt wollte ich eben noch die Dinger hier auslernen. Glowstone. Zu viel Mist hier drin. Ah, hier ging es ja weiter. Printing Press brauchen wir noch. Warte mal, den nehmen wir nochmal eben mit. Alles andere ist immer gut. Wind Stuff. Ist hier noch was drin gewesen? Ja. Also wie gesagt, alles raus. Ach, du ahnst es nicht. Doch einiges mitgenommen. So Pisten und so waren ja auch immer gut. Cloud Boots, Tränke, kann man immer alles mitnehmen. Unbreaking Silk Touch hier, die muss hier bleiben. Haben wir noch irgendwo Platz? Und abgesehen, dass wir hier noch Truhen an der Seite haben. Aber ich glaube, die halten bald auch nicht mehr durch. Muss nämlich alles raus. So. Okay. So, komm schon. Meine Güte, wir müssen den Stuff dann auch irgendwann sortieren. Das sollten wir dann auch bald in den nächsten Folgen mal antreten. Weil das ist dann wirklich dann die ganzen Folgen, die jetzt langsam aber sicher dann das zubereiten, wo wir denn hinaus wollen. So, mir wurde ein kleiner Tipp gesagt. Oh, warte mal, das Schwert, das packe ich auch noch weg. Bevor ich den kleinen Tipp nachgehe. Tu es mal hier rein. Und zwar war ich ja da hinten an diesem Ding und dachte, da ist doch irgendwas. Ja, war ich auch richtig. Denn ist da was? Hier sind nämlich Spawner drunter. Wir sollen angeblich Spawner drunter sein, wenn wir jetzt hier reingehen. Upp. Da wir alles ausgeleuchtet haben. Und ich dachte so, oh geil. Wie cool. Und hier? Ja, hier sollen Truhen und Spawner drunter meist. Da seht ihr. Ein Spinnspawner haben wir hier. Was haben wir hier? Hier ist nix. Mal gucken in den Wänden ein bisschen an. Wie gesagt, nur den Treppen soll angeblich das sein. Und hier war ja auch so ein Spawner an der Ecke. Und da war auf jeden Fall auch was. Guck mal, da ist noch ein Spawner. Hier ist keiner mehr. Alles klar. Da könnten wir die zur Not auch noch benutzen hier. Weil ich habe ja was anderes noch vor. Damit wir Nahrung und Monster schneller killen können. Dass wir die nicht den Spawner da unten benutzen müssen. Dass wir den fast ringsrum ums Drum haben oder brauche ich was Besonderes an Materialien. Ich glaube, ich werde das nicht so einfach hier drin haben in den Kisten. Borino, ne? Ne, das habe ich nicht so einfach in den Kisten, das muss ich unbedingt suchen. Ich glaube, hier ist auch nichts mehr drin, oder? Nein, was ich suche, ist nämlich Endstone. Das ist hier kein Stück, kein Meter drin. Deswegen sollten wir uns auf die Suche nach Endstone machen, beziehungsweise nach irgendwelchen Dingern, wo wir Endstone finden könnten. Ja, wir haben... Oh, warte mal, wir nehmen die Big Packs mit, hallo? Essen haben wir noch ein bisschen genug, sollten wir aber auch genug finden. Ja, lass mal die Tiere da unten drin, ne? So, das Schwert, das reicht noch. 35 Level, ja. Können wir zur Not auch noch verzaubern nochmal, beziehungsweise das Schwert nochmal ein bisschen... erhöhen. Sharpness, Afterlife 3 und Unbreaking, beziehungsweise Afterlife 3, ja. Komm, verzaubern, reparieren. Gehen wir immer auf eine Nummer sicher. Wie viele Dinge haben wir noch drin? 90, ja. Cloud Boots etc. sollen wir rüstungmäßiges alles unterwegs finden. Das ist immer schlauer. Und wir suchen jetzt Festung oder irgendwelche Gebilden, wo wir Endstone finden könnten. Also einfach ins Endtreten ist natürlich auch nicht clever. Deswegen schauen wir, ob wir den auch irgendwo finden. Weil damit müssen wir hantieren. So, Schafe. Ich schaue auch gerade mal so auf die Karte. Upp. Kleiner Leck. Blub, 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 blub. Wie gesagt, es gibt wieder 15 Minuten Folgen ungefähr. Plus ein, zwei Minuten. Ist gestattet, da ich sowieso schon so viele Folgen habe und eigentlich auch jeder viel Material hat. Oh, ich sehe was.
was uns auf der Reise ein bisschen mitgefährlich sein könnte. Jetzt habe ich mein Coin of Fortune gar nicht dabei. Aber egal, wir nehmen das Zeug hier dennoch mit. Denn das ist auch mies, dieses Treibsand mit einzusammeln. So. Bisschen davon mitgenommen, kann man immer als Schutz nehmen. Oh, hier ist noch mehr. Ah, geht das wieder so tief runter? Ja. Also mal krass tief. Und immer eine Schaufel bei haben oder eine Hook oder sowas, damit man da rauskommt. Ich glaube, mit dem Steph kommt man da nicht sehr weit mit. Das Problem sind natürlich jetzt auch Monster. Aber das können wir ruhig mitnehmen, hier das Treibsand. Irgendwas in der Nähe finden, ist immer gut. Und ich muss auf jeden Fall meinen Weg sozusagen markieren eigentlich, dass ich weiß, wo ich hin muss. Denn ich habe keine direkten Punkte, ich habe keine Waypoints, ich habe alles, ja, ich habe ja die alles ausgeschaltet, deswegen. So, jetzt kommen wir in ein Gebiet rein, wo das ganz gefährlich ist mit den Treibsand. Da müssen wir nämlich aufpassen. So, jetzt unter eine Feste. Da ist ein Tor. Da werde ich darum, dass da ein Tor ist, genau. Um die geht es bald nämlich auch, um die Wifts. Kommen aber auch noch später zu. Nein. Oh, das wurde knapp. Was haben wir denn da vorne? Da vorne könnte ein Dorf sein oder so eine komische Festung. Das sieht aber eher nach einem Dorf aus. Gucken wir mal, was da finden. Grüner Sumpf von links. Upp. Was ist das? Das ist ein Dorf, ne? Sieht mir schwer nach einem Dorf aus. Ja. Wir haben auch den kleinen feinen Vorteil mit den Cloud Boots. Wir können ja einfach so durchspringen. Und uns passiert eigentlich wenig. Dass wir halt irgendwo von angehalten werden. Von irgendwelchen Monstern. Guten Tag, die Herren. Aber ich habe keine Schmiede, ne? Zu essen habe ich eigentlich genug. Ah, gut, es ruckelt ein bisschen, weil die Welten bauen sich jetzt etwas auf. Na, komm schon. Oh, das wäre auch eine geile Gegend hier gewesen. Aber enttarnt mich halt, weil hier ein Dorf in der Nähe ist. So, mal ein bisschen ins Ödland da hinten runter. Silk Touch haben wir. Das ist, glaube ich, auch besser. Na, geht's irgendwo runter? Nein. Weiter geht's. Da hinten ist eine Fest... Da hinten sind Türme. Ah, meine Tastatur, die ist irgendwo... Klemmt die denn schon? Och, die ganzen 1000 Kabel. Ich habe ja keine Funktastatur etc. Und dann könnt ihr auch von anderen Plätzen aufnehmen, aber... Nö. So, Boote jetzt. Ich brauche wirklich alles. Ich muss jetzt alles durchsuchen, was jetzt auf dem Weg liegt. Hi, Creeper. Da vorne ist ein Haus. Da ist eine Hexenblume. Oder habe ich den doch mit? Ne, habe ich nicht mit. Da habe ich die eine... Nein, die eine habe ich nicht eingesammelt. Verdammt. Altes verlassenes Villager-Dorfhaus. Na komm her. Da oben ist eine Slime-Insel. Slime-Insel. Wifdor. Wüste. Achso, das ist ein Alligator. Lalalala, einfach mal hier vorbeispringen. Mal gucken, ob sie aber irgendwas checken. Was sehe ich denn da oben? Da oben ist noch ein Wift. In Wift gehöre ich gar nicht erst rein. Halt, stopp. Mitnehmen. Zumindest das Gravel-Zeug. Der Rest könnte auch da bleiben. Aber nehmen wir mal Vollzeug mit. Man kann ja immer noch was wegstacken. Und ich habe ja auch noch ein paar Rucksäcke mit. Leuchtblumen. Karte, Karte, Karte. Oha. Na, wann bauen sich mal richtige Festungen auf? Hi, Zombie. Etwas Größeres, weil es gibt auch die Wall of Nose.
Ja, er kommt da hinten runter. Na komm schon. Da, warte mal, da ist irgendwas. Da ist irgendwas in der Mitte. Da ist irgendwas Größeres in der Mitte. Na, 5 Minuten noch. Ja, ich nehme jetzt keine halbe Stunde Parts direkt immer auf. Ich mache ja nur 15 Minuten Parts, damit wir 2 Folgen mal machen können. Da müssen wir hin. Da können wir gleich auch noch rein. Ah, wollt ihr euch mit mir anlegen, oder was? Wenn ich nicht die beste Rüstung habe, kann ich euch dennoch Schaden zufügen. Und mir ein bisschen weniger. So, hier drunter ist da was. Und ich wette alles drauf, dass da drunter was ist. Ich sag's doch. Also ist nämlich der gleiche Spawner-Mist wie da hinten. Nur dass ich jetzt noch kaum Rüstung hab. So ist es drunter. Da ist ein Spawner. Alter Spinne. Komm schon. Was hast du denn Truhen für mich? Nur Knochen, egal. Äpfel, Nahrung, ne. So, hier wird ein Skelett-Spawner drunter sein. Ja. Nichts Besonderes. Obwohl das Ei vorsichtshalber mitnehmen. Zombie-Spawner. Nichts mitnehmen. So, nichts mehr drin. Weiter geht's. Sind wir durchgekommen? Da. Einmal auf Uhrlinsen. So. Warte mal. Gleich mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Jetzt, ja komm, wir schmeißen alles in ein Ding erstmal rein und dann nach und nach wieder alles füllen. Weil wenn ich es hier nicht finde, muss ich dann gucken, wie ich das rauskriege. Nein, da unten drunter ist nicht Blaze. Da unten war noch Creeper, oder? Da unten drunter war noch Creeper, geile Sache. Das ist nämlich einer der schwierigen Tower. Ich sollte mal das mit das tauschen. Oh. Alter, wenn die hochgehen, dann habe ich... Ja, das Problem. Ich glaube, da gehe ich nicht runter. Komm, wir müssen weiter. Wir müssen was finden, wo ich Endstone herbekomme. Endstone. Eine Ruine. Ein Spawner. Komm schon. Na, stirb. Ja, komm, wir können eine Mine durchforsten, aber ich glaube, die bringt mir ja weniger was, oder? Diamanten noch zur Not. Kann man zur Not immer mitnehmen? Oben ist Water. Lalalalalala. Ja, komm, wir machen eine halbe Stunde Parts, können wir auch machen. Na gut, eine halbe Stunde, dann können wir ein bisschen länger machen, dann brauche ich nicht mal so lange Ansagen machen. Spare ich mir auch etwas Zeit. Natürlich sind die ein bisschen blöd zu rendern, aber naja, nein. Komm schon. Hier sehe ich auch nichts Besonderes. Gut, eine Mine am Obergrund ist auch jetzt nicht das Wahre. Ich suche immer nur Endstone. So, hoffentlich irgendwo finden. Oh, diese komischen Eulen. Slime-Inseln sind tausendfach da. Weil da gibt es doch diese
Endstone-Kugeln von. Die einen kleineren Vorteil verschaffen würden, wenn ich so ein Ding finden würde. Aber bis jetzt sehe ich noch gar nichts. Naja, komm, wir gehen mal da durch. Jetzt müssen wir mal schauen, wo es herkriegen. Ah. Lalalala. Ah, ne, 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 ne. Also Boot habe ich auch noch nicht gesehen, also obwohl ich am Strand bin. Vorne ist... Okay, komm. Hüpf doch endlich da lang. Ne, durch Berge gehe ich jetzt nicht durch, Biber. Hallo. Oh, ist da noch Schlucht? Uninteressant. So, unsere Rüstung hält auch nicht mehr das meiste. Müssen wir auch wieder aufpassen. Ja, ein Tannen. Ja, weißt du, springst bis ganz oben hin und fällst wieder 1000 Blöcke nach unten. Ist ja auch nichts Neues. Anscheinend. Komisches Gebilde in der Erde. Aber auch nur Müll. Gut, die Diamanten können wir zur Not mitnehmen. Das ist jetzt nicht so das Tragische. Wenn wir finden, dann können wir sie mitnehmen. Auch Häckselblumen gerne mitnehmbar. Wobei wir einen haben. Und es leckt natürlich. Auch das bleibt nicht aus. Ich generiere ja gerade so viel hier. Das ist eigentlich abnormal. So. Ich muss mal wieder auf die Uhr gucken. Ich muss mal meine... Wow. Soll mal von der Tischkante stoßen. Ja. So. Manchmal ist es... Ich habe so ein mobiles Handpad. Ich sag mal, das schnallt man sich einfach um die Hand. Und dann ist das einfacher. Da kann man dann halt, wenn man die Hand sowieso etwas überall drauflegt oder am Schreiben ist, dann kann man das super benutzen. Boah, leck das. Also tut mir wirklich leid, dass es jetzt etwas bei euch leckt, aber es kommt wie gesagt von den ganzen Chunks-Laden hier, die ich hier habe. Deswegen stelle ich auch schon die Render-Distance immer ein bisschen kleiner ein als sonst. Jetzt gehen wir noch einmal darüber. Bock. Was ist denn da vorne? Irgendwas ist da im Schnee da. Im Schnee. Ragt von hier vorne. Ist denn unter? Da ist ein Gebäude. So. Okay. Da sind nur Bücherregale drin. Ein oller Pool. Und sonst aber auch nichts. Schade. Ich dachte, hier ist irgendwas Besonderes. Mann. Ich habe mich jetzt sowas von gefreut. Gut, Diamanten. Wer freut sich nicht über Diamanten? Ja, damit, du Saudo. So, jetzt versuchen wir nochmal hochzuklettern und dann gehen wir eigentlich wieder heim. Ach, okay, vergebene Suche. Obwohl ich gern Endstone gefunden hätte. Schau gerade auch mal. Boah, ist das krass hier. Aber auch zu auffällig. Obwohl ein Dschungel immer gut ist. Boah, leck, 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 leck. Mir fehlen noch irgendwie ein paar Gebäude, so mehr hier drin, ne? Ist eigentlich mal verwunderlich. Ich weiß nicht, ob jetzt der ganze Mod drauf ist von Hexel, aber ich glaube mal schon. Da ist doch sämtlicher Mist bei. So auch auf den Seen und sowas. So Schiffe habe ich bis jetzt, wenn ich jetzt da hinten mal hingehe. Können wir mal machen, ob wir da ein Schiff finden. Bis jetzt... Gut, ich habe von anderen Leuten schon Schiffe gesehen. Aber so selber jetzt so... Noch gar nicht. Also hier sehe ich nix. Lalalala. Nee. Also hier sehe ich wirklich nothing. Nothing to do.
Leck, 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 weil die Welt muss sich generieren. Weil wir können ja hier 20.000 Chunks laden hier, dass es einigermaßen geladen ist. Das geht ja nicht. Das geht nicht. Das können wir nicht zulassen. Dann muss ich halt die Framerbrüche mit einbeziehen. Na komm. Da ist die Wüste. Dann muss ich mir erst auf andere Pläne klarkommen, was ich jetzt gleich noch mache. Ah, ich habe einige Pläne jetzt gleich im Kopf. Da waren noch Diamanten, da springe ich jetzt aber nicht rüber. Meine Pläne enthalten besondere Sachen. Warte mal. Ich habe schon das Silk. Ja. Komm, bauen wir eben ein paar Blöcke mit ab. So, ein paar Grasblöcke. Die tun wir nämlich in der Wüste anpflanzen. Mit. Unter anderem. Hi Creeper. Sonst will ich versuchen in die Luft zu gehen. Bringt mir hier nichts. 19 Level schon für nix tun. Ein bisschen rumgeprügele. Oder irgendwas Einfaches. Aber ich glaube, da waren wir schon. Ja, da ist die Wüste, genau. Oh, was finden meine Äuglein denn da? Habe ich gar nicht hier gesehen. Bam. Na, wo ist er? Komm, geh drauf. Die ganzen Bücher, ich bin am überlegen, ob ich die überhaupt mitnehme. Protection, Mimik. Na, einmal kann man immer mit dem Infinity, ja, komm, Looting. Aber ich will jetzt nicht alle mitnehmen extra. Also Ware findet man jetzt hier nicht drin, komm. Lass mal hier sein. Oh, die muss ein Spawner sein. Also auch. Gut, wenn Silk Touch wieder hier kommt. Silk Touch können wir auch nochmal mitnehmen. Was sonst? Ey, jetzt mach mal ehrlich. Hier ist ja nichts Besonderes. Ist nichts Besonderes, dann lohnt sich das auch gar nicht. Ne. Dann sollte man nämlich direkt bei uns weitermachen. Keine Zeit verlieren. Können wieder ein bisschen verzaubern, sehe ich gerade. Was habe ich eigentlich drauf gehabt jetzt? Afterlife 3, da machen wir noch ein bisschen Unbreaking, vielleicht. Also Rüstung so verzaubern brauche ich nicht unbedingt. Unbreaking. Verzaubern, reparieren, fertig. Sollen wir mal schauen, was unser Spawner hier noch macht. Läuft eigentlich noch? Der müsste eigentlich auch noch laufen. Genau kann ich es aber nicht sagen. Dafür habe ich ja noch einen anderen Spawner ausgewählt. Da werden wir halt eine halbe Stunde stehen bleiben müssen. Weil das ist ja Aufnahmepflicht. Bücher. Zack, 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 zack. So, jetzt haben wir noch ein bisschen. Ja. Ich mache mal da vorne die Ebene, machen wir weiter hier. Das muss auch noch alles weg an Sand. Und dann wird angefangen zu bauen. Oder muss ich noch einen runter? Nee, ich könnte eigentlich jetzt ab dieser hier könnte ich eigentlich drauf bauen. Dann sollte ich eigentlich genug im Bilde haben. Essen, ja. Können wir von da aus runtergehen? Ja, kriegen wir schon irgendwie gebacken. Dann würde ich sagen, Sand in irgendeine Kiste. Ja, und Platz. Und dann fangen wir mal an. Warte mal, haben wir noch genug Glas jetzt da hinten reingeschmissen? Ne, Glas jetzt nicht unbedingt. Sollte ich mal zwei Fuhren oder so noch reinschmeißen.
Was ist denn eigentlich noch an Kohlebedarf drin? Ach, das brennt auch noch. Dann, wenn das noch brennt, schmeiß hinterher. Ich hatte immer wieder ein Skelett. Oh, ich muss auch auf die Aufnahme achten. Na, lass Skelett Skelett sein. Oh, das ist irgendwo unterhalb. Oh, guck. Ich weiß es nicht. Also hier sehe ich jetzt gar nichts. Komisch eigentlich. Und den Coin sollte ich wieder ins Inventar tun. Hier ist nichts drin gewesen. Was war hier? Achso, hier war noch ein bisschen so Mist. Nehmen wir mal alles mit. Das Glitterchen hier ist ja nicht ohne Frage auszuschließen. Komm, wir nehmen die Unterkiste auch noch davon. Den Coin, wo habe ich den denn hingepfeffert? Da ist er. Das wäre keine Schlaute. Ich brauche Whetstone. Wir machen nämlich jetzt gleich noch eine Farm. Eine schnellere Farm, wo wir Essen bekommen. Wir brauchen Bögen. Die ganzen Bögen, die ich hier finden kann. Wir brauchen Stein, Glas brauche ich für später. Spinnfäden nicht. Cobblestone zur Not. Cobblestone brauche ich eh. Whetstone. Geht hier weiter. Bögen, 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 Pistons. Nein, nicht die. Da, die Pistons. Hier noch ein bisschen Zeug. Bogen. Hier ist kein Bogen drin. Bogen, Bogen. Die brauchen wir alle. Hier ist keiner mehr drin. Der ist ein ganzer. Muss ja versuchen, einen ganzen, beziehungsweise drei ganze hinzukriegen. Zweiter. Verdammt, mir fehlt einer. Gibt denn keinen einzigen mehr rumfliegen? Das kann nicht wahr sein, komm. Da ist einer. Nice. Enderman. Komm her, Enderman. Ich habe eine Überraschung für dich. Und du bestimmt für mich auch eine Enderperle. Nice. Das wollte ich doch von dir. Irgendwas ist, macht da hier so komische Geräusche. Oder kommt das vom Lied? Ich frag mich gerade hier. Ist er definitiv was. Dann müssen wir mal bald hier unten drunter gucken, was hier so ist. Macht mir gerade ein bisschen komische Sorgen. Ist ja wunderlich. So, wir brauchen Dispenser. Da brauchen wir später sowieso massig von. Flack, 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 drei Dispenser. Wir brauchen da Sticky Pistons. Brauchen wir welche. Wir brauchen die ganzen Fackeln, die ich schon mal irgendwo hatte. Da, das brauchen wir. Wo habe ich denn die Fackel mal hingeschmissen damals? Hier ist da was. Ich weiß nicht wo und ich weiß nicht was, aber hier ist irgendwas. Was mir nicht gefällt. Das hat schon einen creepy, creepy Eindruck. Ich habe die Redstone-Fackel in ihn getan. Kann es mal einer verraten? Die hab ich doch gar nicht weggetan. Warte mal, die Kiste nehme ich zur Not noch. Die brauche ich gleich auch. Ja komm, dann nehme ich hier noch ein paar davon mit. Hier machst du gleich ein ganzes Deck fertig. Aber, ich würde sagen, ich verlasse erstmal gerade kurz hier die Aufnahme. Und machen einen kurzen Stopp und dann sehen wir uns in der nächsten halben Stunde. Bis dahin, euer Fischl.lp und tschüss.